Arm Holdings, da brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht so viel drüber reden. Die Aktie nachbörslich 8,2% im Minus in der Hauptbörse, weil sie mit dem insgesamt sehr stark laufenden Semiconductor-Markt 8,4% vorne hat, also nach den Zahlen den kompletten Tagesgewinn wieder hergegeben. Wir schauen mal kurz auf den Chartverlauf und da wird es jetzt dann nämlich interessant. Ja, wir sehen, dass diese Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, komplett wieder abgearbeitet wird und die Aktie, die war zwischenzeitlich hier schon wieder am 130-Dollar-Niveau nachbörslich, hat sich jetzt also ein wenig stabilisiert, war aber nachbörslich eben schon fast wieder hier an den Tiefs vom Dienstag. Und das ist der Bereich, der jetzt sehr, sehr wichtig wird für die Aktie, denn wenn diese Tiefs hier fallen nachhaltig, dann ist eben das Ganze keine ABC-Korrektur mehr, sondern dann sind wir in einem intakten Abwärtstrend. Und dann ist meiner Meinung nach die Arm Holdings Aktie auch in der richtigen Richtung unterwegs. Denn wir sehen zwar hier im letzten Quartal jetzt ein sehr starkes Wachstum. Also die Zahlen aus dem ersten Quartal, die waren sehr stark. 36 Cent auf der Gewinnseite pro Aktie, 928 Millionen auf der Umsatzseite. Sehen wir einen kräftigen Anstieg im Umsatz und einen noch kräftigeren Anstieg im Gewinn. Da muss man jetzt aber auch aufpassen. Da hatten wir nämlich im Vorjahr hier ein wirklich schwaches Quartal, was wir gesehen hatten. Daher kommt jetzt dieser sehr starke prozentuale Anstieg. Aber das Problem, das große Problem, was wir jetzt hier haben bei bei Arm Holdings, ist, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden fürs zweite Quartal und auch nicht fürs Gesamtjahr. Man rechnet im zweiten Quartal jetzt mit einem Gewinn pro Aktie zwischen 23 und 27 Cent, wo die Analysten bei 28 lagen in der Erwartung. Den Umsatz erwartet man zwischen zwischen 730 und 830 Millionen. Da lag der Konsens bei 812. Das ist auch höher als die Mitte der Spanne. Und noch schlimmer wird es auf Jahresbasis. Da lag man bei 3,99 Milliarden in der Erwartung beim Umsatz. Der Umsatz soll jetzt nur zwischen 3,8 und 4,1 kommen, also in der Mitte unter der Erwartung der Analysten. Und so ähnlich ist es auch beim Gewinn pro Aktie. Da liegt man mit 1,45 bis 1,65 in der Mitte der Range, auch unter dem, was die Analysten erwartet haben. Also, ich finde, die Aktie ist zu stark angestiegen auf Jahresbasis. Ich finde, die Aktie ist gerade im Vergleich mit den Wettbewerbern schlicht und ergreifend zu teuer. Wir stehen hier momentan bei einem 92er Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und deswegen glaube ich, wäre es fair, wenn die Aktie, oh, da haben wir sie, wenn die Aktie noch ein bisschen weiter runterkommt und vielleicht wieder hier unten in den Bereich um 115 Dollar reinläuft.